Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Gaming Gauntlet. Wir haben es geschafft, nach 3 Monaten nur. Ja. Dieses regelmäßige Format fortzusetzen. Ja. Ja, Steven ist schuld. Genau, Steven ist schuld. Du bist immer schuld. Oh. Ja, wir haben einen neuen Richter, den Alex. Wie letztes Mal sprechen wir uns mit unseren Echtnamen an hier, also wundert euch bitte nicht. Ja, genau, für alle, die es nicht genau wissen, wir tauschen die Richter jede Folge, haben wir gedacht. Also immer zwischen Alex und Niklas hin und her. Und das Konzept ist nach wie vor dasselbe. Wir spielen 5 Runden, wo uns der gute Richter Fragen stellen wird. Jeder von uns hat dann 1 Minute Zeit, um seine Antwort quasi vorzustellen. Und danach dürfen wir uns 8 Minuten die Köpfe einschlagen, unsere Argumente vorbringen. Natürlich ganz ruhig und zivilisiert. Andere entkräften. Wie beim letzten Mal. Und so weiter. Ja, nach den 5 Runden haben dann entweder 2 Leute mehr Punkte und gehen ins Finale. Oder 2 Leute haben gleich viel Punkte und müssen sich nochmal kloppen. Und dann gibt es ein Finale. Aber das seht ihr alles dann. Das seht ihr in 2 Stunden. Genau. Genau. So. Genau. Achso, wir brauchen noch einen Timer, fällt mir dann auf. Nach diesem kurzen Schnitt seht ihr... Aber er sieht auch echt aus wie so ein Ja, passt perfekt. Nach diesem kurzen Schnitt seht ihr, es geht um diese Krone, die Alex gerade auf hat. Das Zepter ist für ihn, um Leute zu verkloppen, falls sie sich nicht benehmen. King Berthier. Genau. Und jetzt haben wir auch einen Timer, um uns zu legen. Professionell. Natürlich. Ja. So, genau. Ja, dann können wir loslegen. Dann starten wir gleich mit Frage 1. Ja. Ich habe nicht noch eine kleine Anmerkung. Max hat beim letzten Mal die ganze Zeit auf den Timer geguckt, um rauszufinden, wann es endet. Was? Ja, das stimmt. Hat bis zur 3. Frage oder so auch ganz gut funktioniert. Der Schummelkönig. Frage 1 war, welches Spiel besitzt den besten Multiplayer? Ach ja. So, machen wir wieder wie letztes Mal. Erst du, dann ich. Dann Steve. Hi. Also jetzt die 1 Minute. Ja, ja genau. Dings. Okay. Ich habe GTA Online gewählt von GTA 5. Aus dem einfachen Grund, weil es extrem vielseitig ist. Du kannst Rennen fahren, wenn du Bock drauf hast. Du kannst irgendwelche Heiß machen, wenn du Bock drauf hast. Du kannst aber auch einfach nur rumlaufen und irgendwas abballern. Du kannst diverse Missionen machen. Du kannst halt alles machen, was du willst. Das bietet einfach die größte Anzahl an Möglichkeiten, die du hast. Und du kannst es mit deinen Freunden machen. Und ich glaube, es gibt wenig Spiele, bei denen so viele Momente entstehen, an die man sich noch Jahre später erinnert, als bei GTA Online. Gut. So. Ich habe Splinter Cell 3 Chaos Theory gewählt. Das habe ich deshalb gewählt, weil es einen sehr besonderen Multiplayer-Modus hat. Und zwar Spice vs. Mercs heißt der. Der funktioniert so, man spielt in 2 gegen 2 Teams gegeneinander. 2 sind Spione und sind extrem schnell aus den Latschen gekippt und spielen in Third Person. Und 2 spielen halt bis an die Zähne bewaffnete Söldner und müssen die aufhalten. Die Spione können aber wie Sam Fisher eben auch durch Lüftungsschichte klettern, Fallen stellen, hacken und sowas alles. Und müssen eben so versuchen, über diese Map zu kommen, ohne erschossen zu werden im Wesentlichen. Und die Söldner müssen halt mit Hilfe von Fallen und über den Zugriff auf Kameras und so weiter versuchen, die Spione zu finden und eben aus Ego-Perspektive die umzuholzen. Und ja, dann ist es das Ziel der Spione, 3 Ziele zu erfüllen, nämlich eben irgendwie Zugriff auf die Kameras, dann müssen sie Computer hacken und dann müssen sie alles in die Luft jagen. Zum Beispiel. Es gibt mehrere Modi. Und das Gute an... Okay, weiter geht's gleich. Nach diesem Wort von unserem Sponsor. Gut, ich habe Borderlands 2 als den besten Multiplayer-Titel gewählt. Einfach aus dem Grund, weil Borderlands 2 gilt in der Allgemeinheit als der beste Loot-Shooter der gesamten Welt. Nicht umsonst wird jetzt auch schon der 3. Teil sehnlichst erwartet durch Borderlands 3. Borderlands 2 umfasst nämlich eine unglaublich tolle Spielwelt, die sehr abwechslungsreich ist. Die umfasst unglaublich tolle Charaktere, sowas wie Claptrap, Tiny Tina ist weltberühmt. Gleichzeitig ist ein unglaublich gutes Gunplay, hat ein Fortschrittssystem, mit dem man verschiedene Skills aktivieren kann. Es gibt 4 unterschiedliche Klassen, so dass man das auch immer wieder spielen kann. Man kann es mit bis zu 3 Freunden gemeinsam spielen, und zwar durch die gesamte irrwitzige Geschichte von Borderlands 2. Und außerdem gibt es natürlich massig an Loot. Selbst wenn du es zum 50. Mal durchspielst, hast du immer noch nicht jede einzelne Waffenkombination gesehen. Und aus diesen ganzen Gründen erschafft man einfach ein unglaublich tolles Spiel, was einem für immer in Erinnerung bleiben wird, woran man sich auch in Jahren noch an bestimmte Szenen erinnern wird, Spaß macht und von daher ist einfach der beste Shooter. So eine Zeit haben wir beim letzten Mal besser hinbekommen. So. Gut.
Du sagst, wenn die 8 Minuten starten und dann legen wir los. 3, 2, 1, los. Zeitschinden hier. Ja, genau. So. Also erstmal zu den Splinter Cell. Ohne Schein, ich musste erstmal in Vorbereitung hier auch nachgucken, was das bitte eigentlich ist, dieses Du hast ja relativ Cell wenig Wissen darüber. 3, diesen Mercenary-Ding, diesen Modus. Das Splinter Cell selber ist ja leider auch schon ziemlich in Vergessenheit geraten. Und den Multiplayer-Modus davon gibt es mittlerweile schon in vielen unterschiedlichen Varianten. Nämlich dieses typische... Die eine Seite ist ein bisschen stärker, die andere Seite ist ein bisschen schwächer. Also GTA Online. Cast Theory ist jetzt nicht unbedingt in irgendeiner Form was Besonderes, was also kein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Aber um dein Argument vom letzten Mal von Elizabeth zu nehmen, aber es war der Vorreiter. Beziehungsweise Pandora Tomorrow war der Vorreiter und in Chaos Theory wurden dann eben diese drei verschiedenen Modi aus dem zweiten Teil zu einem zusammengefasst. Aber es geht ja nicht darum, wer war der erste Multiplayer-Modus. Doch, wir haben beim letzten Mal erklärt, dass die Relevanz für die Videospielgeschichte nicht und ich finde das Argument, dass es heutzutage nicht mehr sonderlich bekannt ist, ist kein Argument für die Qualität eines Spiels. Also nur weil das Spiel jetzt eben auch schon sehr alt ist und vorrangig ein Singleplayer-Spiel war, heißt es ja nicht, dass der Multiplayer-Modus nicht unglaublich gut sein kann. Ja, und ich habe ihn damals mit einem Kumpel sehr ausführlich gespielt. Wie gesagt, es mag sein, dass einiges verschwommen ist, weil es ist auch schon lange her. Aber es hat mir immer unglaublich viel Spaß gemacht, besonders auf Spionenseite, muss ich zugeben. Weil es einfach so unglaublich vielseitig ist und weil... Ja, aber heutzutage nicht mehr. Wie Steven schon sagt, es gibt mittlerweile so viele verschiedene Spiele, die so eine Modi haben. Zum Beispiel GTA Online hat einen ähnlichen Modus, wo es einige Leute gibt, die sind stärker, andere, die sind schwächer. Und man muss halt mit diversen Mitteln versuchen, gegen den Starken irgendwie zurechtzukommen. Also... Plus, es spielt halt heutzutage, wird sich keiner mehr an Splinter Cell 3 unbedingt wegen des Multiplayers in irgendeiner Form erinnern. Das war eine kleine, nette Dreingabe, die irgendwie mit dem Spiel dazu kam, aber es ist jetzt nicht irgendwie der besondere Multiplayer. Im Gegensatz zu Borderlands, was, obwohl es auch schon so alt ist, man sich bis heute daran erinnert. Der auch sonst ist auch Borderlands 3 so heiß ersehnt, dass es der auch mal einen Multiplayer-Modus dabei hat. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die haben den Multiplayer-Modus nicht einmal angefasst. Ja. Genau, du kannst ganz, ganz viele Leute. Genau, bei Borderlands ist es einfach nur... Ein Koop-Modus. So, du kannst, es ist halt ein Spiel, das wurde konzipiert und wenn du es halt im Koop spielst, werden die Gegner halt stärker und du kannst sie zusammen umholzen. Was Spaß macht, keine Frage, aber das haben wir schon mal geklärt, dass alles zusammen Spaß macht. Sogar Destiny würde zusammen Spaß machen. Sogar das Fallout 76 macht das zusammen Spaß. Das ist doch so eine komische Sache. Naja, jetzt kommen wir an die Grenze. Das stimmt allerdings. Also Days of Borderlands ist auch ganz tolle daran, dass du halt die gesamte Story, du kannst das gesamte Spiel mit deinen Freunden gemeinsam spielen. Und vor allem der Multiplayer, ja, gut, aber das Ding, mal, was der Borderlands nach dem ersten Mal durchspielen, kennst du die Story dann schon. Das ist zum Beispiel das Schöne bei GTA, da machst du deine eigene Story. Wenn du GTA durchspielst, du hast so viele verschiedene Geschichten. Bei GTA Online? Bei GTA Online, du hast so viele, also erstens hat GTA Online auch eine Story. Die ist zwar ein bisschen vage, aber es ist eine Story. Deswegen, das ist und du schreibst deine eigenen Geschichten. Und es gibt so viele Situationen, an die du dich noch jahrelang erinnerst. Also ich muss sagen, das Einzige, was ich mir bei GTA Online wirklich erinnere, ist, dass ich ständig von irgendwelchen komischen anderen Banden plattgemocht worden bin. Das ist zum Beispiel so eine Sache, wenn du GTA Online spielst und du magst es nicht, dass andere dich abschießen, dann kannst du in Passivmodus gehen. Wenn dir Passivmodus nicht gefällt, kannst du Rennen fahren oder Heists machen. Richtig, also oder alles andere Missionen. Aber hier kannst du alles zusammentun. Letztendlich ist das Problem bei GTA Online für mich, dass es aber nichts von dem, was es macht, macht es besonders gut. Es ist ein riesiger Baukasten, keine Frage, aber sowohl das Gunplay als auch die Fahrphysik, als auch... Die Fahrphysik ist top-notch. Weiter. Nein, ja, nicht aber wirklich. Ganz es ist sicher. Unglaublich arcadig einfach. So, und aber es hat Fahrphysik. Es ist halt, Spiel haben gar keine. Ja, es ist halt in allen... Also selbst die Fahrphysik von Borderlands ist teilweise besser als das. Nein. So, es ist... Nein. Es ist halt in allem, was es tut, durchschnittlich. Und klar kannst du dann viele durchschnittliche gut. Spielmodi spielen, aber du könntest auch bei meinem Spiel einen perfekt durchdachten Spielmodus. Ja, den spielst du 10 Minuten, dann hast du keine Lust, dann musst du dir ein neues Spiel suchen und musst erst mal wieder gucken. Ich habe das Spiel gekauft. Ich habe das für Stunden und Stunden und Stunden gespielt. Ja. Und das Gute ist aber auch, dass du es eben auch, weil wir wieder beim, das sind ja wieder LAN-Partys vom letzten Mal, es sind halt kurze Runden, die gehen halt so 10 Minuten. Das kannst du bei GTA Online auch haben. Du kannst da Batman spielen, das sind schnelle Runden. Ja, aber da kannst du irgendwelches Gameplay. Bei mir hast du das Gameplay. Du hast bei GTA du hast das überall gutes Gameplay, was einfach alles Spaß. Egal was du bei GTA machst, das macht nicht umsonst war bei der Ubisoft-Pressekonferenz, die ist ja alle enttäuscht, als kein neues Splinter Cell vorgestellt wurde. Nein.
Doch, nein, ziemlich. Irgendwie keiner, weil die letzten Splinter Cells waren einfach alle so nicht besonders gut. Also in meiner Filterbubble schon. So, hast dazu noch wirklich recht gutes Ego-Shooter-Gameplay. Ich gebe zu, dass das Spionen-Gameplay ganz klar der Fokus ist, aber nicht umsonst gibt es ja einen Switch, sodass du beide Seiten mal spielst. Jetzt musst du was sagen, weil es gut ist, wenn man im Multiplayer-Modus das Problem ist, dass komplett Ego-Modus über einfach. Am Anfang, wo es rausgekommen ist, ich habe mir jetzt angeguckt, aber um den fertigen Zustand. Ich wollte gerade sagen, es geht darum, was den besten Zustand ist. Ja, der fertige Zustand ist mit Fanpatches. Sonst müssten wir auch sagen, Ich habe nachgedacht, extra, was den Multiplayer von Splinter Cell 3 angeht. Erst durch Fanpatches, die nachher... Ich habe damals bei Fanpatches Mods und selbst, keine Ahnung. Selbst wenn der Buggy ist, solange man zusammen spielt und Spaß macht, ist es völlig egal, dass das Buggy ist. Weil sonst müssen wir, also das mache ich jetzt auch an der Stelle, müssen wir GTA Online auch vorwerfen, dass es am Anfang völlig kaputt war. Richtig. Das stimmt auch. So. Und bei GTA funktioniert mittlerweile alles. Es gibt mittlerweile so unglaublich viel Content. Du hast bei GTA Online 10 Stunden gespielt. Natürlich, ich habe 10 Stunden gespielt. Es gibt mittlerweile so viele Updates, das kannst du gar nicht, du kannst nicht mal 10 Stunden alles angucken, was es gibt. Du brauchst 10 Stunden, um durchzulesen, was es alles mittlerweile an Modis und an Sachen. Nein, du hast das aber gar nicht sicher. Minispiele, da hast du diese komischen Heists und dann kannst du ansonsten die Gegenseite aufs Maul gehen. Aber das ist doch unglaublich abschreckend für neue Spieler. Richtig. Wenn sie da reinkommen und sehen, man kann 50 Milliarden Sachen machen. Du siehst es ja nicht. Du siehst es ja nicht alles komplett von Hackern. Weißt du, wie viele Hackers mittlerweile bei GTA Online gibt? Das ganze Spiel ist im Arsch. Ich denke, du hast nur 10 Stunden gespielt, weil willst du das wissen? Ja, weil ich vom Hacker erwischt worden bin. Das letzte, wo ich GTA Online gespielt habe, es war vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, wo ich noch mit einem Kumpel probiert hatte. Wir haben danach es nie wieder angehört. Und weißt du, was man dann machen kann, falls man denn mal einem Hacker begegnet? Lobby wechseln oder Passivmodus. Ja, mein Account wurde gesperrt dafür, obwohl ich nicht mehr selber daran beteiligt war. Das ist... nein. Doch, nein. Ich war 5 Stunden, war ich erstmal einfach so gebannt, mein Account und mein Kumpel, der Hacker. Das ändert trotzdem nichts an das Borderlands, nochmal ganz kurz dazu. Hat das Problem, dass es eben nur von diesem Koop-Modus lebt. Und Moment. Du hast gerade eben noch gesagt, dass das Singleplayer eigentlich so groß ist. Jetzt sagst du, das ist nur der Multiplayer. Der Multiplayer. Lass mich doch bitte mal ausreden, Mann. Hab ja jetzt schon keinen Bock mehr. So, erzähl doch! Der kompetitive Modus hingegen für Leute, die darauf Lust haben, da halt völlig flöten geht. Stimmt doch gar nicht. Der Schwierigkeitsgrad, je weiter du spielst, ist der Schwierigkeitsgrad immer höher. Aber es ist doch dann trotzdem nicht kompetitiv. Es geht doch dann nicht gegeneinander. Es hat einen Arena-Modus, das stimmt, aber der wird halt immer wieder als der Punkt genannt, wo gesagt wird, okay, da müssten sie dringend mal was anderes machen als einen runden Kreis. Und das ist unbedingt ein kompetitives Spiel bei jedem Teil. Es ist Multiplayer, es gibt ja auch komplett nur Koop-Varianten. Und Splinter Cell verbindet halt perfekt das Zusammenspiel mit dem Gegeneinander. Deswegen spielt es halt total keine Sau mehr. Nennt sich nicht mal mehr dran. GTA Online spielen übrigens noch Millionen von Leute, jeden Tag. Wir sollten Rockstar-Spiele einfach bannen. Und allein schon daran, dass man sieht, wie viele Millionen Leute das spielen, sieht man, wie gut es ist. Sagt der später noch einen Rockstar-Pick hat. Gar nicht so einfach. Also, das ist ja jetzt dir überlassen. Niklas hat so gemacht, dass jeder noch einen Abschlusssatz sagen durfte. Du kannst aber auch einfach sagen, wenn die Zeit um ist, ist sie um, fertig. Mach mal einen Abschlusssatz. Ein Satz. Ein Satz. Ja. Fang an. Also einfach, okay. Borderlands 2 ist ein unglaublich toller Loot-Shooter, der sowohl im Singleplayer als auch im Multiplayer wirklich viel Spaß macht und vor allem im Multiplayer-Teil seine volle Vielfalt entfaltet. Ja. Splinter Cell hat einen perfekt durchdachten Multiplayer-Modus mit asynchronem Gameplay, aber eben nicht durch eine verschiedene Spielerzahl, sondern durch unterschiedliche Fähigkeiten und unterschiedliche Aufgaben, die zu bewältigen sind und macht deshalb immer wieder Spaß. Auch heute. GTA Online bietet einem einfach die allermeisten Möglichkeiten und ist deshalb das beste Multiplayer-Spiel, was man daran sieht, dass es immer noch nach wie vielen Jahren? 10? 8? Irgendwie so von 4 Millionen Leuten gespielt wird. Oh, warte. Problem ist, ich habe davon nur 2 Spiele gespielt. Ja, es geht ja nur um die... Geht ja nur um die Argumente. Ja. Eigentlich wird es egal, ob du alle gespielt hast, nur eins, gar keins. Muss man ehrlich sagen, von den Argumenten her hat mir Erik am besten gefallen. Das überrascht.
Ich glaube, das überrascht uns alle. Ja. Sehr gut. Also kriegt er den Punkt. So. Ha. Okay, na ja, gut. Und nein, beim letzten Mal habe ich auch die erste Runde gewonnen. Wir wissen, wie das ausgegangen ist. So. Ah, okay. Okay, jetzt bin ich selber. Ich hatte das Gefühl, aus meinem Mund kam nur... Oh. Frage 2. Welches Videospiel braucht dringend eine Fortsetzung? Was man da die Antworten? Also, könntest du einen Negativpunkt für ihn nehmen? Also auch hier nochmal, jetzt fang quasi ich an, dann Steven, dann Max, damit wir immer so ein bisschen... Nee, ernsthaft, was waren die Antworten? Na, musst du ja hören jetzt. Ich hoffe, deine weißt du. Nein. Ja, dann frage ich ja nochmal, was hatte ich gesagt? Nein, ist schon okay. Das war das Jedi Academy. Stimmt, oh ja, geil. So, Jedi Academy okay. Ist ein geiles Spiel. Ich habe... Achso, bereit? Ja. Ich habe Black and White gewählt. Da kam der letzte Teil 2005, Black and White 2. Und ja, das ist so ein Genre, was zwar immer mal wieder funktioniert wurde mit so Sachen, probiert wurde mit so Sachen wie Godus oder sowas, aber wo eben so viel Potenzial drin steckt, weil Black and White ist so unfassbar charismatisch mit deinen Tierwesen, die du als Gott hochzüchten kannst und dann deine Bewohner entweder versklaven oder sie zu Untertanen dieser liebevollen Tierwesen machen kannst. Gleichzeitig musst du deine Stadt aufbauen, den Bewohnern helfen, indem du Wasserzauber wirkst, ihnen die Ernte für sie aberntest und so weiter. Und das ist so ein Konzept, wo ich sage, wenn man da nochmal richtig rangeht, kann man da so viel rausholen, wenn man richtigen Städtebau integriert und ja, dass man die Tierwesen noch viel vielfältiger macht, vielleicht auch Graustufen in den Charakteren einbaut und nicht nur böse und gut. Auch wenn das, dann müsste es Black, White und Grey heißen, aber das ist ja nicht so wichtig. So, und dann eben wirklich so ein schönes Progression-System von Insel zu Insel zu Insel und das dann immer größer und immer gewaltiger auch, was quasi ein Civilization mit Göttern draus macht. Okay. Los. Ich habe das Spiel Alan Wake ausgesucht. Alan Wake ist eine unglaublich tolle, fantastische Mystery-Horror-Psychological-Adventure-Story, die uns in die Rolle des Hauptprotagonisten Alan Wake hineinversetzt, ein Schriftsteller mit seiner Frau in eine kleine... in eine kleine Stadt reinzieht, um dort ein neues Buch zu vollenden. Allerdings kommt auch die Dunkelheit, die seine Frau entführt und er muss herausfinden, was mit dieser ganzen Dunkelheit auf sich hat. Die gesamte Story ist extrem in sich verwoben und ist total toll erzählt durch verschiedene Kleinigkeiten, wie so kleine Fernsehbildschirme, wo immer wieder Illusionen oder der Wahnsinn von Alan Wake immer dargestellt wird, wo du immer nicht ganz sicher bist, bist du jetzt eigentlich nur das Opfer oder bist du vielleicht in irgendeiner Form noch der Täter? Und gerade dieses Rätsel macht dieses Spiel so einzigartig. Plus es hat auch ein tolles, innovatives Kampfsystem gehabt, nämlich dass man mit einer Taschenlampe oder mit Lichtquellen die Gegner erst anleuchten musste, ihre Schattenhüllen ab, damit ihre Schattenhüllen abfallen und dann konntest du erst erschießen. So dass so ein kleiner Third-Person-Rätselschule auch noch geworden ist. Und diese Kombination hat Alan Wake zu einem fantastischen Spiel gemacht, was damals auch Remedy nach dem Spiel gemacht hat. Kann ich? Los. Ich habe Star Wars Jedi Knight Jedi Academy gewählt, also dann Jedi Academy 2 als Nachfolger. Einfach weil es das vielleicht beste Star Wars Spiel war, das jemals gemacht wurde. Da waren extrem sympathische Charaktere drin. Der Lichtschwertkampf war einfach nur unglaublich gut. Es gibt immer heute noch zehntausende Leute, die das auf Privatservern spielen. Und das, obwohl das 20 Jahre alt ist. Gefühlt. Wann kam es raus? 2002? 3? Irgendwie so. Also fast 20 Jahre alt und es wird immer noch gespielt. Und da brauchen wir einfach, ja, einfach, da brauchen wir Nachfolger. Nicht viel drum rumreden. Die Fresse! Eier machen. Eier. Mach Eier. Was losgeht? Noch schnell ein Getränk. Ja, ja. Machst du mal Schleichwerbung? Ja, jetzt muss da oben rechts Werbung stehen die ganze Zeit. Nein, es reicht bei sowas, reicht es, wenn du ein Hashtag Werbung in die Kommentare hast. Ach so. Von den Kommentaren. Ja. In die Beschreibung. Ja, so. Und los. Was mich interessieren würde, mal sehen, ob ihr darauf antwortet, wie stellt euch denn den zweiten Teil von eurem Spiel vor? Also den zweiten Teil von unserem Spiel gab es, von meinem Spiel gab es schon. Der also, die Fortsetzung halt, den Nachfolger. Wie stellt ihr euch den vor in unserer heutigen Zeit? Ich habe es ja quasi schon gesagt. Man muss ja sagen, im Moment haben ja so Aufbauspiele à la Anno und Civilization so wirklich so ein kleines Reboot, das wirklich sehr, sehr beliebt ist. Ich muss sagen, Civilization war vielleicht das falsche Anno, wäre das Bessere. quasi so ein, stellt euch mal Anno vor, ja,
Aber mit Göttern, weißt mit, du was? Mit Göttern, weißt du, Moment, was? Moment, mit Göttern und Tierwesen, die du, wenn du Lust und Laune hast, einfach deine ganze Stadt wieder zu Schrott hauen lassen kannst. Dann sagst, betet mich jetzt an und baut diese Stadt wieder auf, sonst töte ich euch alle. Oder halt die als Unterstützer tätig werden und du als Gott eben auch noch, wenn es brennt, ja, dann kannst du halt die Feuerwehr unterstützen, indem du eben den Wasserzauber wirkst und so. Das wäre doch voll gut. Das Problem, das ich daran sehe, Piraten. Ist, das Problem, das ich daran sehe, ist, dass Microsoft die IP hat, was an sich erstmal nicht so schlimm ist, was aber auch wiederum heißt, sie bringt es für PC und Konsole raus und wenn sie ein Strategiespiel, lass mich zu Ende reden, für Konsole rausbringen, dann ist es schon von Natur aus deutlich eingeschränkter, als wenn dem nicht so wäre. Möchtest du? Das ist nur so am Rande. Als jemand, dessen Lizenz bei EA liegt, jetzt wirklich mit der Lizenz in der Hand. Ja, von mir aus? Ja, nein, ja, komm, aber ich meine, das kann man an den, wir sind ja hier im fiktiven Bereich, ich würde das natürlich dann als wirklich PC-only. Okay. Ja, und zwar für Steam und den Epic Games Store verfügbar. Ich muss sagen, bei meinem bei meinem Titel wäre, also Fortsetzung von Alan Wake 2, würde ich mir halt einfach wünschen, dass man. Man kann sowohl eine komplett neue Geschichte, einen neuen Charakter von mir aus sogar machen in diese Geschichte. Und dass man aber gleichzeitig wieder dieses wunderbar verwobene, psychomäßige, horrormäßige in dieser Geschichte einfach wieder hat. Und zwar, dass man halt noch mehr auf den düsteren Horrorfaktor noch davon mehr eingeht. Aber mittlerweile auch so viele Spiele, die einfach nur düster Horror sind. Ja, weil es beliebt ist. Das Besondere aber bei Alan Wake ist ja, dass dadurch, dass ja auch Stephen King zum Beispiel als Vorbild genommen wurde, dass es mehr in die Psyche halt wirklich, mehr in die psychische Mystery-Richtung geht. Du hypst es aber ganz schön ab, weil so gut war Alan Wake nicht. Alan Wake doch, war Alan Wake. Alan Wake war ein passabler Third-Person-Shooter mit dem Twist, dass man was anleuchten muss, bevor man es anschießen kann. Was auch tatsächlich viel kritisiert wurde, dass das Gameplay relativ... Das ist trotzdem relativ öde. Es wurde aber gleichzeitig wurde es auch wieder sehr gelobt, weil man was anderes macht in der gesamten Third Person. Ja, aber mal was anderes. Aber ist es jetzt so viel besonderer, wenn man die Schwachstelle anleuchten muss und dann drauf schießt? Naja, und das war natürlich besonders. Ich will mal was anderes. Einfach mal, dass du ja nicht nur mit der Taschenlampe, sondern zum Beispiel musst du ja Rätsel auch lösen, dass du halt so. Ja, aber du musst in so vielen tausend Spielen irgendwelche. Du musst es bei Zelda Lichtquellen aktivieren. Ich meine, und du siehst ja auch, es war extrem beliebt, aber du siehst ja auch, dass jetzt zum Beispiel Control, gerade das neue Spiel von Remedy, nicht besonders viel Aufmerksamkeit bekommt. Dass die Spielmagazine immer wieder sagen, hey, es ist verdammt gut und die Spieler so, weil nämlich Third-Person-Action-Shooter und Action-Games tatsächlich gerade in so einem Modus sind, wo alle so, oh, ja, das Problem ist aber eher, damals war es so, Remedy ist groß geworden durch Max Payne. Dann war aber Max Payne kam damals 2001, weißt du was, aber jetzt haben wir jetzt dann kam Alan Wake 2010 Nein, und dann wurde erst Steven, groß geworden Steven, wieder. Es kam wieder nach vorne. Steven, ja, aber Steven, damals. Ja, und jetzt würde es ja auch wieder, weil alle wollen eigentlich nur einen weiteren Alan Wake Teil. Weißt du, was die Leute wollen? Nein, weißt du, was die Leute wollen? Steven, Steven, du kannst auch mal ruhig sein. Danke. Weißt du, was die Leute wollen? Die Leute wollen ein gutes Star Wars Spiel. Und Star Wars Jedi Academy 2 wäre ein unglaublich gutes Star Wars Spiel. Man sieht es allein schon daran, dass, wie gesagt, heute nach 20 Jahren immer noch der Multiplayer gespielt wird, weil das Lichtschwertkampf einfach so extrem gut war. Es gibt ja vier Spiele, die viel bessere Schwertkampf für sie Doch. Es gibt keine Spiele, die bessere Lichtschwertkämpfe hatten als Lichtschwertkämpfe, Star Wars. Aber Schwertsystem. Du musst einfach nur einen Skill von Lichtschwert draufpacken. Und das Ding ist halt, du kannst zum Beispiel Mordhau, kannst du nicht mit Lichtschwertern machen, weil da machen die... Und die Schwerter gehen durcheinander. Das Kampfsystem davon, Mount & Blade, das Kampfsystem davon, wenn du ein direktes haben willst. Und vor allem, es gab schon bessere Lichtschwerter-Systeme, zum Beispiel Star Wars und Force Unleashed. Nein, natürlich. Nein, bist du bescheuert? Das war Star Wars Force Unleashed, das Kampfsystem war eines der meistkritisiertesten Sachen an diesem Spiel. Das Ding ist, aber du hast doch, wenn du die beiden Sachen anguckst, ich habe mir extra nochmal angeguckt, weil ich muss sagen, ich habe es nämlich erst mit den anderen wirklich besten Titeln von Star Wars, nämlich KOTOR. Knights of the Republic ist nämlich der beste Teil von Star Wars, nicht Jedi Academy. Darüber kann man diskutieren. Und allein das, dass du sagst, dass Jedi Academy besser als KOTOR ist, also was... Nee, das auf geht überhaupt nicht. Was auf jeden Fall Action-Spieler angeht. Und allein da musst du halt mal gucken, wie Grafik, oder wie es halt damals war und wie es heute die Grafik damit zu tun? Nein, ich meine von der Physik, von der Lichtschwertphysik. Ja, und da sind die Lichtschwerter auch einfach nur durch die Gegner teilweise einfach nur durchgegangen. Und das ist ja, eben, Lichtschwerter gehen durch andere Leute durch. Ja, dasselbe hast du auch bei Star Wars Force Unleashed.
Da aber das Kampfsystem ist doch ein ganz anderes. Aber das Problem ist, also ich sehe jetzt ja gerade, wie zum Beispiel so Fallen Order aufgenommen wird und das ist halt eher so durchwachsen. Und es macht ja quasi zwar im Singleplayer ausschließlich und nicht mit Multiplayer mit drin, aber es versucht ja eigentlich was Ähnliches zu machen. Und auch da ist so ein bisschen so dieses, ja... Das liegt daran, dass halt der Trailer aussah wie einfach nur Uncharted mit Lichtschwertern. Ja, und da haben wir halt mittlerweile keinen Bock mehr drauf. Ja, wenn ihr jetzt sagen würde, 2020 Academy 2, weißt du, wie die Leute feiern würden, weil die Leute, die letzten 20 Jahre war immer, wenn es irgendwo nur einen Glimpse gab von Jedi Academy 2, sind die Leute drauf aufgesprungen, genauso wie es ja auch bei Fallen Order war, da gab es ja auch, Remedy macht ein Jedi Knight 2 Spiel, da waren auch alle... völlig bananenweise gehofft haben, dass ein neues Jedi Academy kommt. Also Jedi Academy war halt immer bei Knights of the Old Republic. Das hat immer Jedi Academy überschattet. Aber stellt euch mal vor, jetzt wird gesagt, 2020 Peter Molyneux kehrt doch wieder zum Spielen zurück. Da würden viele, glaube ich, fragen, was war nochmal Peter Molyneux? Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass beim Erfinder von Fable, Black and White und Co. Syndicate jemand fragen würde, wer ist das? Nein. Einfach nein. So, der kommt zurück, macht wieder richtige Spiele und hat dann eben auch ein innovativeres Spielkonzept, als wir machen jetzt nochmal die Spiele. Aber wenn Peter Molyneux ein Spiel machen will, aber wenn Peter Molyneux ein Spiel machen will, wenn Peter Molyneux ein Spiel machen will, das ist gut. Anno mit Göttern und am Ende wäre es Götter mit Anno. So würde es dann am Ende aussehen, wenn Peter Molyneux ein Spiel macht. Aber nochmal zum Abschluss. Eigentlich gibt es da gar keine Diskussion, dass Jedi Academy einen Nachfolger braucht. Das war eins der besten Star Wars Spiele jemals. Das war der dritte Teil. Aber es könnte auch jedes x-beliebige Spiel mit Lichtschwertern sein, ja, was das gut macht. Es wär einfach ein simples Open-World-Spiel wieder. Das muss doch kein Open-World-Spiel sein. Man kann auch mit Jedi Academy alles Mögliche machen. Plus, da muss ich nochmal auf die erste Frage zurückkommen, es hätte so einen geilen Multiplayer-Modus, schon allein der erste Teil. Das Problem ist, dass das Team, was damals die Jedi Academy gemacht hat, existiert gar nicht mehr. Das heißt, ob das jetzt jemand wieder so gut hinkriegen würde, während man zum Beispiel ein Black and White schon relativ gut hinkriegen kann. Es gibt so viele talentierte Leute. Stell dir mal vor, das machen einfach die Anno-Macher. Aber es gibt mehr Leute, die Erfahrung mit Action-Spielen haben, als mit Strategiespielen. Ja, und trotzdem hat seit Jahrzehnten fast schon keiner ein gutes Star-Wars-Spiel hinbekommen. Deswegen brauchen wir Jedi Academy 2, damit wir mal wieder ein wirklich gutes Star Wars haben. Aber wer macht es, Max? Wer macht es? Da gibt es viele, die dafür einfach. Keiner würde das wirklich gut hinbekommen. CD Projekt Red. CD Projekt macht mal Jedi Academy 2. Also wenn The Witcher eine Schwäche hat, dann ist es das Kampfsystem. Da holen sie sich ja Leute rein. Ach so! Da holen sich Leute rein auf einmal. So ist es. Aber Star Wars Jedi Academy. Ich will davon einen Nachfolger haben! Ja, euer Abschluss? Ach so. So. Na gut. Black and White 3, dann in jedem Fall wäre eine wunderbare Ergänzung in der heutigen Spielelandschaft, weil es unglaublich viel kreativen Spielraum ermöglicht und eine Rückkehr zu einem tollen Konzept ausgebaut mit den Mechaniken von heutigen Aufbauspielen. Ja, Jedi Knight oder Jedi Academy 2. Einfach weil der Hype extrem groß wäre. Jeder einzelne Star Wars-Fan würde sich auf dieses Spiel freuen. Und das ist genau doch das, was wir wollen, nämlich ein gutes Star Wars-Spiel. Und mit Jedi Academy 2 hätten wir ein super gutes neues Star Wars-Spiel. Airbag 2 würde einfach dafür sorgen, dass anders als bei Control, was du angebracht hattest, wo jetzt der Hype nicht ganz so groß ist, der Hype wäre riesengroß, Remedy würde wieder in aller Munde sein. Bei Alan Wake war wirklich nach Max Payne das Ding, was Remedy wieder groß gemacht hat. Doch! Ihr macht's Alan auch nicht leicht. Ich weiß, was im Auto steht. Was? 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 Chiri? Ja, vor deinem. Das ist richtig. Das heißt, du musst nur einen Rückwärtsgang. Und dein Auto ist größer. Scheiße. Ist es ja. Das ist ziemlich anstrengend. Ich drehe mir schon mal eine, weil ich habe entschieden, danach gehen der Richter und ich eine rauchen. Gut. Ja. Hey. Gibt's ja wohl nicht. Du schneidest es ja eh. Ja. Ihr hättet Max so fertig machen können. Er ist momentan wirklich so, Star Wars, geh weg damit. Ihr hättet einfach nur auf diesen Zug aufspringen müssen, ihr hättet ihn totreden können. Ja gut, aber ich hätte einfach sagen können, nein.
Stimmt nicht, ich mag. Müssen wir nicht schneiden. Du darfst deine Gedanken teilen mit dem Publikum. Was jetzt so musst du nicht einfach nur die Entscheidung sagen. Also das ist sogar, ich finde es eigentlich sogar ganz gut, wenn du nicht nur die Entscheidung triffst, sondern sagst, ich habe mir Gedanken gemacht, das und das und das, denke ich. Das finde ich sogar ganz gut. Wenn man deinen Gedankengang etwas nachvollziehen kann. Ja. Der Star Wars Teil ist schon lange her. Wirklich lange. Wenn man jetzt die Filme bedenkt, die klammern wir erstmal lieber aus. Braucht man nicht auch nichts mit dem Spiel zu tun. Richtig. Ansonsten, Star Wars Spiel ja schon eigentlich mal gut ist. Alan Wake, Action Shooter, alles. Gibt's wie Sand am Meer. Mit besonderen Kniffen. Gibt's wie Sand am Meer? Es gibt's leider wie Sand am Meer. Das. Die Story. Gibt's wie Sand am Meer? Nein, wirklich gute Stories in Alan Wake Spiel, nein. Wirklich gute Stories in Alan Wake Spielen gibt's nicht wie Sand am Meer. Alan Wake Stil. Achso, ich hab schon mal in Alan Wake Spiel. Ja, aber Stephen King inspirierte Stories gibt's wie Sand am Meer. Ja, gibt's auch viele. Aufbauspiele, auch wenn ich ein großer Fan von Aufbauspielen bin. Was? Jeden Teil von Anno gezockt, aber da reichen ein, zwei große wie Civilization und Anno. Jetzt da wir noch ein drittes zu implizieren. Aber die haben keine Götter. Doch, den Spieler. Dann kann man auch noch weiter zurückgehen und sagt Age of Empires Mythology. Alles auch Götter. Ja. Aber das ist auch lange her. Das ist ein Aufbauspiel. Im Aufbauspiel bist du quasi Gott. Obwohl eigentlich du jetzt gar nicht mehr was dazu sagen. Du erbaust ja alles. Du bist ja quasi ein Aufbauspielgott. Also in dem Fall würde ich den Punkt an Max geben. Star Wars! Nur nicht die Filme, die neuen! Aber ansonsten Star Wars! Das war auch, ich muss sagen, als du Gothic genommen hast, dachte ich so, ja. Weil da hätte ich halt ultra viel gegen gehabt. Dann kam, nein, Jedi Academy. Ich so, scheiße. Ja. Jedi Academy wieder böse. Aber übrigens auf Black and White 3 hätte ich auch Bock. So grundsätzlich. Ja, wäre schon gut. Nö, machen wir weiter mit Party Line. Oh, wir sind sogar. Welches Spiel ist am qualvollsten durchzuspielen? Jetzt musst du anfangen, dann Max da nicht. Okay. Jo. Ich habe das qualvollste aller Spiele ausgewählt, nämlich Alien Colonial Marines. Warum ist das so qualvoll? Es ist deswegen einfach qualvoll, wenn man Fan der Reihe ist, nämlich der Alien-Reihe, hat man seit Jahren auf ein richtig gutes Spiel eigentlich gewartet und gehofft. Dann haben sie erste Trailer gezeigt von geilen Grafiken auf Raumschiffen, cooler Action, die Aliens sahen geil aus. Dann haben sie gesagt, oh, Alien Colonial Marines, das würde das Ding, das könnte ein richtig cooler Shooter werden in der Alien-Reihe. Und das, was sie bekommen haben, war die größte Grütze aller Zeiten. Die Grafik war scheiße, alles war verbuggt, die KI war dumm wie Brot. Du hast keinerlei Spaß empfunden, weil es gab sogar Game-Breaking-Bugs, dass du, wenn mal vielleicht etwas härtere Herausforderungen in irgendeiner Form war, hat auf einmal einer deiner KI-Kollegen sich in irgendwas festgebacken und hat die Tür nicht aufgemacht und es ging nicht mehr weiter. Und das alles kombiniert hat eigentlich einfach dauerhaft nur Schmerzen bereit zu sehen, was sie aus diesem wunderbaren Franchise gemacht haben. Und deswegen ist Alien Colonial Marines einfach so ein grotten, qualvolles Scheißspiel. Ich habe Dark Souls 2 gewählt. Ich weiß, dass hier zwei Dark Souls Mains sitzen, aber jeder würde mir zustimmen, dass Dark Souls sauschwer ist und schwere Spiele können sehr viele Leute sehr schnell frustrieren. Das heißt, es gibt viele, viele Leute, die grundsätzlich schon von Dark Souls an sich frustriert sind oder von Souls-like spielen. Und Dark Souls 2 ist mit Abstand der schlechteste Teil der gesamten Reihe. Der ist technisch schlecht, der ist, grafisch sind die alle schlecht, aber das ist was anderes. Und da ist der Schwierigkeitsgrad einfach nur durch Frust entstanden, indem sie sagten, wir packen jetzt nicht nur einen schweren Gegner rein, den wir gut designen, sondern wir packen einfach viele Gegner rein, sodass du irgendwo um eine Ecke kommst, plötzlich sind da 50 Gegner. Und für viele Gegner ist Dark Souls absolut nicht gemacht. Dann kommt dazu noch die Kamera und das ist einfach nur so unglaublich frustrierend, wenn ein sowieso schon frustrierende Spielereihe auch noch einen Teil hat, der das noch mehr frustrierend macht durch unfaire. Gewalt! Ja. Finde ich gut. So, darauf kann man sich einigen. Los.
Mein Spiel ist Right to Hell Retribution. Das ist nicht so leicht auszusprechen. Schon der Titel ist qualvoll. Ja, und ja, das ist genau wie von dir geschildert ein sehr schlechtes Spiel. Nur es ist eben nicht nur schlecht, sondern es ist auch noch unfassbar qualvoll aus allen Hinsichten. Es ist qualvoll, wenn man auf gute Geschichten steht und Charaktere und so weiter. Wenn man auf eine faire Behandlung von Charakteren steht, die nicht ausgebeutet werden von der Story. Es ist qualvoll, wenn man auf gutes Gameplay steht. Weil einfach alles in diesem Spiel grottenschlecht ist, nichts funktioniert und es wird aber dadurch noch unfassbar qualvoller, weil es auch noch lang ist, es ist ein sehr langes Spiel und man hat eben auch noch wirklich Bugs über Bugs über Bugs. Es passiert teilweise, dass man kurz vorm Ende des Levels durch die Map fällt, nirgendwo rumschwirrt, den Checkpoint laden muss und wieder am Anfang der Mission ist und alles nochmal machen muss. Es passiert, dass du dein Ziel erreichst, aber das Level merkt nicht, dass du in deinem Ziel bist. Und du kannst es durchspielen, aber es ist verbunden mit sehr viel Leid. Leid. Leitspruch dieses Channels. Leid! Seid ihr soweit? Ja. Ja. Dann mal los. So. Also, Right to Hell Retribution ist einfach nur ein schlechtes Spiel. Davon gibt es Zehntausende auf Steam. Da hätte man sich jetzt irgendeins raussuchen können und sagen, das ist super scheiße, deswegen ist es qualvoll durchzuspielen. Also, das finde ich... Und das ist Ding so ist halt auch noch, muss ich auch sagen, Right to Hell Retribution gilt zwar bei vielen als eines der schlechtesten Spiele, das stimmt, aber es ist gleichzeitig wieder so schlecht, dass es unglaublich lustig ist. Nein, doch, nein, doch. Wir haben uns selber Sachen angeguckt. Ja, und Moment, haben nein, dann drüber halt, uns weggeschmissen. Genau, das ist der Punkt, es sich anzugucken. Es sich anzugucken ist super lustig, aber du hast auch gesehen, wie diese Let's Player, und wir wissen beide von mir, wie die kaputt gegangen sind an diesem Let's Play. Die haben auch sehr viel gelacht. Ja, aber vor Verzweiflung. Das kennst du von dir, wie knapp das alles ist. Und das Ding ist halt, du hast sehr gut beschrieben, warum Alien Colonial Marines ein schlechtes Spiel ist. Aber es ist ein schlechtes, kurzes Spiel, was du immerhin noch im Koop spielen kannst, sodass es mit ein bisschen Alkohol dabei vielleicht auch noch Spaß macht. Und wenn nicht, dann hast du es nach 5 Stunden halt durch oder 6 und dann ist gut. Alien Colonial Marines geht länger. Ja, aber es geht nicht lange. So, nicht länger. Vergleichsweise nicht lange. Und wie gesagt, eigentlich ist es schon... dadurch als qualvollstes Spiel raus, weil du kannst mit jemandem zusammenspielen und mit Freunden kann alles Spaß machen. Mit Freunden kannst wir könnten zu viert Spaß haben, wenn wir sagen, wir rennen jetzt so lange gegen die Wand, bis der Erste von uns umkippt. Da hätten drei Leute von uns Spaß. Right to Hell ist nicht, also Right to Hell ist nicht einfach nur schlecht. Es ist so schlecht, dass das 1% auf der Jacke des Biker-Hauptcharakters, dass es scherzhaft gesagt wurde, das ist die Wertung des Spiels, die er auf seiner Jacke trägt, weil es so schlecht ist. Ja, und aber wie gesagt, es ist eben, das Gameplay funktioniert einfach nicht. Das Schießen funktioniert. Es gibt Passagen, wo du einfach immer wieder mal Haufen geschossen wirst, du weißt nicht mal von wo. Beim Fahren fahren die Gegner einfach plötzlich kaputt gegen die Wand und du auch. Ja, aber das und ist halt so ein Trash, das ist halt so ein typisches Trash. Ja, aber es macht, wenn du es selber spielst, es macht halt wirklich keinen Spaß. Die Lacher kommen größtenteils einfach aus Animationsfehlern und Storyfehlern und so weiter. Aber was an diesem Spiel wirklich so unglaublich frustrierend ist einfach, wie kaputt es war und dass du halt teilweise, dass du Missionen 2-3 Mal spielst, entweder weil du immer wieder erschossen wirst und nicht weißt, wo es herkam, weil auch das Schadenssystem völlig für den Arsch ist, so dass du halt... Weißt du, was mich halt daran stört? Und dann spielst du es halt nochmal. Mich stört daran, dass das, alles, was du jetzt beschrieben hast, wenn du den Titel rausnimmst und irgendein anderes Spiel nimmst, passt das ganz genauso. Genau, es steckt keine große Marke dahinter. Das ist genauso was du machst mit dem, das am qualvollsten durchzuspielen, ist wie wenn du Trash-Filme siehst und die versuchst, sowas wie Birdemic, und die versuchst ernsthaft zu bewerten, die guckst du dir und denkst dir, Trash-Film. Und so ähnlich ist es mit dem Spiel. Ja, genau, aber bei einem Trash-Film guckst du 2 Stunden Trash und lachst drüber. Bei Right to Hell, es ging darum, es am qualvollsten durchzuspielen. Weißt du, jeder will Right to Hell anfangen, so, haha, ist das schlecht, und dann aufhören. Aber wenn du gezwungen bist, es durchzuspielen, dann gehst du an diesem Spiel kaputt, weil du es ja selber spielen musst. Ja, aber das geht nicht 10.000 ganze Zeit dabei. Neben Dark Souls 2, zwar zugegebenermaßen definitiv der schlechteste Teil der Dark Souls-Reihe ist. Und auch so kein besonders gutes Spiel. Das ist halt einfach... Doch, es ist immer noch ein Souls-Spiel. Nein, das ist einfach super frustrierend. Ich habe mir so viele Videos angeguckt von Leuten, die Dark Souls spielen, die Dark Souls 1 gespielt haben, die Demon's Souls gespielt haben, die Dark Souls 3 gespielt haben. Jeder hasst Dark Souls 2, einfach weil es unglaublich... Ja, Einfach weil es unglaublich frustrierend ist, und gerade für Leute, die sowieso schon Probleme mit diesen Art von Spielen haben. Ich habe zum Beispiel mal geguckt, die Steam-Errungenschaften. Bei diesem Spiel haben gerade mal 70% der Leute das bis zum ersten Boss geschafft. Ja. Das zweite Bonfire haben gerade mal
die Hälfte. Ja, weil sie schwach sind. Nee, was einfach unglaublich frustrierend ist. Bei allen anderen Dark Souls-Spielen ist es mehr. Und was, die, was Dark Souls 2 so extrem frustrierend zum Durchspielen macht, ist nicht nur, dass es an sich schon bockschwer ist, sondern dass es unfair bockschwer ist. Du kommst dir nämlich nicht wie bei deinem Spiel vor, wie, oh, das ist halt einfach buggy und kaputt, sondern du kommst dir vom Spiel unfair behandelt vor, weil du um irgendeine Ecke kommst und dann ist da irgendeiner mit einem Messer, das Darkness Schaden hat und dich instakillt, weil ansonsten würdest du an der Stelle ja nicht sterben, das ist nicht schwer genug. Nee, du bist anstelle wieder und gehst einfach weiter. Du weißt, dass du instakillt in Dark Souls so gut wie nix und dann hast du halt, das ist halt ein Punkt an Dark Souls, du hast immer die Möglichkeit über eine Verbesserung deiner Ausrüstung, über Leveln. Ja, trotzdem ist es doch deutlich. Ihr habt jetzt lange genug geredet. Das ist übrigens bei Dark Souls 2 funktioniert sowas übrigens auch. Oder so Sachen wie zum Beispiel das Spamming, dass man irgendwo um eine Ecke kommt und dann stehen da plötzlich zwei Leute, du drehst dich um, dann sind da auch noch drei Leute, die ganze Zeit nur gewartet haben, dass du da reingehst. Dann ist die Steuerung auch noch broken. Du hast nämlich keine 360 Grad, wie bei allen anderen Dark Souls Spielen, sondern du hast nur 8 1-Net-Punkte. Das ist den meisten nicht aufgefallen, aber das ist so. Das macht dieses sowieso schon frustrierende Spiel, das durch Spam noch frustrierender gemacht wird, das durch unfaire Gegnerplatzierung noch unfairer gemacht wird. Weißt du, das ist Spiel? Oder redest du uns jetzt einfach nieder, bis du gewonnen hast? Deswegen, ich weiß, das Problem ist, bei deinem Punkt nämlich ist, es gibt noch ein grandioses DLC, was von allen unglaublich gelobt wird für Dark Souls 2. Ja, aber darum das 25 Euro gekostet hat, bei Dark Souls 2 ist der Punkt, es gibt so vereinzelt, hey, es gibt so vereinzelte Stellen, wo das Spiel jetzt gerade zugegebenermaßen unfair gemacht wird. Das sind nicht aber vereinzelte doch, Stellen. Doch. Ich habe mir eine 10-Stunden-Kritik von Dark Souls 2 angeschaut. Ja, wir haben es gespielt und wir sind halbwegs gut durchgekommen. Ja. Trotzdem ist es unglaublich frustrierend für die meisten Leute. Und das Ding ist, es gibt Möglichkeiten, um drumherum zu manövrieren, um diese Sachen. Trotzdem ist es doch unglaublich frustrierend, wenn du 50 Mal die gleiche Stunde spielst. Es ist trotzdem ein eigenes Gameplay, weil es dasselbe ist wie in den anderen Souls-Spielen. Es ist eben nicht dasselbe, weil es wurde nur verwirrend gemacht. Es ist auch Nuancen. Ja, es gibt Nuancen, die schlechter machen, aber immer noch zu einem guten Spiel. Nein, das ist absolut kein gutes Spiel. Selbst die Leute, die Dark Souls mögen, ihr seid jetzt eine Ausnahme und ihr müsst gegen mich argumentieren, aber selbst die Leute, die gerne Dark Souls spielen so ungerne Dark Souls 2. Aber wenn wir jetzt mit Kritiken kommen, Dark Souls 2 ist immer noch unglaublich gut bewertet. Richtig. Auf den ganzen Dark Souls ist. Ja, naja, aber dann, hast du eine Kritik angeguckt, der das Spiel hast. Okay. Nee, ich hab mir nicht einen angeguckt. Der Angry Marines ist einfach mal so, dass es eine unglaublich schlechte Bewertung hat. Das ist einfach nur ein super geiles Spiel. Gemacht. Es ist unglaublich öde. Aber du kannst nicht mit Freunden spielen, mit Freunden macht alles Spaß, Steve. Ja, wenn du besoffen bist, der hat eine Aussage, da hat er selbst gesagt, ein Kumpel von uns, nämlich Niklas, hat gesagt, nur als er komplett besoffen war, hat es Spaß. Ja, aber das macht auch Spaß. Sich einfach nur so besoffen macht doch auch Spaß. Es ist ein schlechtes Todesspiel, was man schnell hinter sich hat. Es geht 15, 20 Stunden das Spiel. Was zumindest grundlegend funktioniert. Außerdem ein unglaublicher Schmerz für Alien-Fans. Die sind das gewohnt mittlerweile. Steven, wann kam das letzte gute Alien-Spiel vor Isolation raus? Ewig her. Es nämlich gar keins. Es gab noch nie ein Doch Alien vs. Predator war noch. Nein, das war relativ scheiße. Relativ. Alien-Fans sind durch die Filme schon so abgehärtet. Es gibt einfach mittlerweile. Ich würde sagen, dass die Fans abgehärtet. Also okay, nehmen wir mal das Spiel. Allgemein guter ist. Guter Alien-Content. Es macht keinen Spaß. Du Teil musst dich 1, da 2 durchzwingen, und wie bekloppt. Die also Gegner sind alle dumm wie Brotstoffe. Aber du kannst es mit einem Freund spielen, mit Freunden macht alles Spaß. Also das ist wirklich... Ja, und ganz einfach mal Antwort. Mit Freunden macht es keinen Spaß, weil der Multiplayer auch noch komplett verpackt ist. Ist doch voll gut. Ja. Es gibt unglaublich viele Fans der Dynasty Warriors Spiele. Die bestehen da quasi nur die springen teilweise in Abgrund. Ja, geil! So. Du bist so mächtig, dass das passiert bei Dark Souls 2 übrigens auch. Dragon Rider ist auch so einer, der sich gerne mal selbst umbringt, weil er an so einer dünnen Stelle hingepackt kannst wurde. Kannst du gewieft austricksen. Ja, genau. So wie Aliens bei Colonel Marines. Die kannst du auch gewieft austricksen. Das ist kein Bug. Während bei Ride to Hell du über den Weg läufst und plötzlich explodierst. Und nicht ja, dann hat der Weg dich gewieft ausgetrickst. Dieser Weg hat dich gewillt ausgetrickst. Da kommt er. Denn euer Schlusswort. Ich fange an, okay. Schlusswort, ja. Dark Souls 2 ist die unfaire, super schlechte Version von einer sowieso extrem frustrierenden Spielereihe.
Ja, Ride to Hell ist ein extrem langes, extrem schlecht zu spielendes und vom Bugs versetztes Spiel, was dich viele Passagen nochmal spielen lässt und deshalb die Spielerfahrung unnötig in die Länge zieht und dich noch mehr frustriert, als es das eh schon tut. Dark Souls lebt ja nicht davon, dass man Passagen nochmal spielt. Okay, sorry. Ja, sorry. Gott, ich will jetzt nicht begreifen. Alien Colony Marines hat all die Fehler, die Right to Hell Retribution hat, nur dass eine starke IP eigentlich im Rücken besitzt und diese einfach nimmt und zerquetscht und sie in den Schredder wirft. Was allen Fans wehtut. Oder es für ein paar noch rettet. Was? Naja, weil sie zumindest Aliens sehen. Bei dir gibt es immer einen Frauen. Und die Straße. Ja, die super gut behandelt werden. Wenn meine Aliens gut behandelt, nein. Okay. Die Straße hat dich gewieft ausgetrickst. Oh, warte, ey. Was, die Plan ist ein bisschen sehr wenig Redezeit. Gab nicht so viel gegen meins, außer Multiplayer, das war's. Wenn ich das mal mit Erichs Spiel vergleiche. Deins hat einen Multiplayer, was aber besoffen Spaß machen kann. Das hat Erichs Spiel nicht. Seins ist genau, wie man besoffenes spielen kann, hä? Das machen wir, also besoffen kannst du jedes Spiel spielen. Es geht aber nur nicht mit Multiplayer zusammen. Das kann so ein Spiel schon mal wieder deutlich lustiger machen. Es gab eine Sammlung. Egal. Dark Souls 2. Ja. Schöne Entscheidung bei euch beiden. Könnt ihr grimmig gucken, wie ihr wollt. Wir gucken nicht grimmig, wir gucken verliebt. Guckst du nicht so verliebt? Kann man da das nächste Mal so ein Herzschein finden? Aber erst, seit du dieses schicke T-Shirt an hast, bin ich verliebt. Allein schon wegen den Argumenten, allgemein wegen kompletten Argumenten, gebe ich Erik den Punkt. Mehr Punkte als beim letzten Mal! Die Straße hat mich gemacht. Der Spruch ist super. War mir schon, wie sie da sitzt. Jetzt Bug zünden! Chef, das wäre wirklich so ein Spiel, was halt einfach nur komplett verbuggt ist. Also die Bugs sind eigentlich eine intelligente KI, versucht den Spieler fertig zu machen. Super. Das ist eigentlich voll super. Das ist eine super Idee für ein Spiel, ja. Das Spiel hat rein und absicht reinprogrammierte Bugs, die mit einer KI gesteuert werden. Das ist der Hammer. Ich weiß schon mal, wer es entwickelt, der Stanley Parable-Macher. Ja, das wäre super. Bethesda. Oder mit Zester, ja. Die lassen nur die KI weg. Bloß nicht EA, da darfst du für jeden Bug extra zahlen. Dass die Straße nicht gewiegt austrickst, 5 Dollar. Ja. DLC. Und das Schlimme ist, wenn ich das lesen würde, gewiefter Straßenaustricks-Bug, würde ich euch sagen, ich will denen kein Geld geben. Deswegen bin ich sehen. Das ist ja echt toll. Aber das war auch echt, habe ich schon sowohl zu Alex als auch zu Niklas gesagt. Ich habe dann überlegt, scheiße, irgendwas. Ja, Dark Souls ist frustrierend, Dark Souls 2 ist richtig kacke. Komm, Dark Souls, dann ist mir eingefallen, scheiße, das sind zwei Dark Souls. Da muss ich jetzt gegen argumentieren. Scheiße. Und ich habe das gesehen und dachte, warum nimmst du Dark Souls? Wobei ich sage, wirklich schwer, du hast es echt noch sehr gut verkauft, also auch mit dem, dass es nicht die volle Bewegungsfreiheit gibt, sondern eben nur die 8 Richtungen sozusagen. Und es gibt ja noch viel mehr, was wahrscheinlich dann gar nicht bei dir so im Hirn ist. Also was bei mir zum Beispiel ist, das so, bitte sag nicht das mit den Hitboxen. Bitte sag nicht das mit den Hitboxen. Ah, scheiß Hitboxen! Und ich habe vergessen, wie broken der PvP-Modus ist und dass die ihn überall überfallen. Oh, scheiße! Ja, da hättest du nochmal ordentlich Punkte sein. Kacke! Weil allein die Hitbox hat damals dafür gesorgt, dass wir einen Boss nicht... Ich hatte den eigentlich so weit, den Boss, dass ich ihn fast, also wirklich fast hätte. Ja, da kam so ein Schild angeflogen. Und da muss ich mir vorstellen, ich stehe hier, das Schild wird geworfen, das Schild ist da, ich werde getroffen. Und das Ding ist in Dark Souls, das ist halt die größte Verarsche, dass die Hitboxen nicht einfach nur scheiße sind, sondern, dass sie so programmiert haben, dass du über einen Wert, den du skillen kannst, sie verkleinerst. Ja.
sodass du nicht mehr so krass getroffen wirst, wenn was an dir vorbeifliegt. Das heißt, es war bewusst gemacht, dass du getroffen wirst, wenn du nicht getroffen wirst. Ja, dann machen wir weiter mit Frage 4. Jawohl. Bestes Getränk beim Zocken. So. Und los. Meine Antwort ist Monster Energy. Grundsätzlich ist ja Energy sowieso das Zockergetränk überhaupt und Monster Energy noch mehr. Es gibt wenig Getränke, die so sehr mit Gaming in Verbindung stehen wie Monster Energy. Das Schöne an Monster Energy ist aber, es gibt ja nicht nur Energy Drink. Es gibt Energy Drink mit Zitrone, mit Pfirsich, mit 50.000 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Es gibt Monster Energy Eistee, da ist kein Energy drin, aber das ist auch von Monster. Das ist auch von Monster, das heißt, es gehört zum Repertoire dazu. Es gibt Eistee, es gibt Eiskaffee, es gibt Cola, es gibt alles. Du kannst einfach alles trinken, was du willst, wenn du dir was von Monster holst. Ich brauche die Minute nicht. Okay. Mein Getränk ist Wasser. Ja, weil wir müssen mal eine Sache betrachten, nämlich den Gesundheitsfaktor. Ja? Ich persönlich bin Diabetiker. Und den Kundesfaktor. Ja, den auch. Mir Monster Energy reinkippen wäre ganz, ganz ungesund, ist auch schlecht fürs Herz, so eine Energy Drinks und so weiter und so fort. Wasser ist gesund, es ist das Hauptgetränk, was man trinken sollte, so am Tag. Das ist unfair, ich hab Asthma. Es ist, man kann es eben sehr universell einsetzen, es ist das universellste Getränk zum Zocken, würde ich mal behaupten. Weil man eben auch hier kann man sich verschiedene Sirups, Geschmäcker reinmachen. Es gibt eben auch hier Apfelwasser, Zitronenwasser, Erdbeerwasser und so weiter und so fort. Wasser, das ist aber kein Wasser. Wasser. Ja, natürlich ist das Wasser. Kannst ja sonst Energy ohne Energy ist auch kein Wasser. Aber mach einfach weiter. Sorry. Also ich muss sagen, ich war schon ein bisschen. Wir sollten vielleicht nochmal ein bisschen mehr Zeit, weil es war jetzt schon gemein. Gib ihm mal nochmal irgendwie nochmal 20 Sekunden. Ja, nein, ich argumentiere gleich überzeugend. Na gut, okay. Das war jetzt doch schon sehr ungefähr. Oh, okay. Dann los. Ich habe das beste Getränk aller Zeiten natürlich genommen, nämlich Cola, beziehungsweise den speziellen Coca-Cola. Denn ich habe letztes Mal ja schon festgestellt, das beste, der beste Snack beim Zocken sind Salzstangen. Und was geht besser zu Salzstangen als Coca-Cola? Das gleichzeitig nämlich damit auch wieder das coolste Getränk zum Zocken einfach ist. Nämlich mit Coca-Cola angefangen. Schon als kleine Buben haben wir zum Zocken gerne Cola getrunken. Buben? Ja, Buben. Okay. Wir kleine Buben. Kennst du den Begriff Buben nicht? Doch. Jedenfalls, wir haben angefangen mit Coca-Cola. Es war sozusagen die Einstiegsdroge in diese Zuckergetränke, um überhaupt erst also richtig da ranzukommen, bevor man sowas Krankes nimmt wie Monster Energy. Das Gute ist auch mit Coca-Cola, dass obwohl es so süß ist und nicht unbedingt so gesund, hat es einen gewissen Gesundheitsfaktor. Denn jeder kennt das Hausmittel, Salzstangen und Cola, wenn man zum Beispiel eine gewisse Magenkrämpfe oder auch einfach Durchfall hat, dann sind Salzstangen und Cola das perfekte Mittel. Die Einstiegsdroge. Schön. Bube, sagt er. Ja. Das sagen die jungen Leute. Die jungen Leute sagen nicht Boy, die sagen Bube. Die Bube. Ja? Das ist ein Snicer Bube. Oh, warte. Alter. Oh. Seid ihr so fertig? Ja. Wir sind fertig, ja. Wir sind richtig fertig. mach mal. Ich meine, du vergleichst die Cola schon mit einer Droge, ja? Das ist was man wissen muss. Ja, aber Richtung aber Cannabis zum Beispiel. Wir sollten jetzt mal schauen, es geht ja das beste Getränk zum Zocken. Ja, wir haben jetzt alle, fällt mir auf, wir haben gerade alle sehr schön argumentiert, warum das tolle Getränke sind. Aber das Ding ist bei Cola, was wir nämlich festgestellt haben, das weißt du auch sehr genau, man muss ständig auch bei Wasser genauso, bei Wasser haben wir auch schon festgestellt. Bei Wasser muss man noch mehr auf Toilette als bei Cola. Definitiv. Ja, 100%. Das kommt auch an, nein, da gibt's keine Cola Diskussion. Muss man immer aufs Klo. Mit Wasser auch aufs Klo. Mit Wasser muss ich selten aufs Klo. Nein, was hast du genauso? Bei Cola ist das sogar erwiesen, dass dein Körper das ist ja, da drin. Dein Körper ist ja auch anliegt. Kaputt, also das ist kein Wunder, dass du dann öfter aufs Klo musst, wenn du irgendwas trinkst, wo andere. So. Das Ding ist aber vom Cola, kannst du nebenbei immer wieder und immer wieder trinken. Bei Monster Energy, du kannst nicht viel mehr als vielleicht ein, zwei Dosen irgendwie trinken. Dann trinkst du halt Monster Cola oder Monster Eistee oder Monster Eiskaffee. Es gibt alles. Das ist halt das Schöne. Dabei ist, diese ganzen Monster-Sachen sind einfach komplett überzuckert. Noch mehr Zucker als ein Cola schon. Es gibt auch zuckerfrei.
Da hast du Süßungsmittel drin. Nichtsdestotrotz sind das beide Getränke. Ja, natürlich. Ein Ding Cola auch. Und außerdem bin ich auch Eiskaffee. Ich sag, es ist zu viel. Ich sag nicht, dass im Cola nichts aber drin ist. Aber das Problem ist, das sind beides Getränke durch das Zuckrige. Nein. Durch das Zuckrige. Ja, auch wenn, selbst wenn es ungezuckert ist, schmeckt es ja immer noch süß. Da hat es ja diesen Effekt, dass man immer weiter trinken will. Ja, du bist mehr mit Trinken als mit Zocken beschäftigt. Mit Wasser, da ist es so, wie es sein soll. Nein, dann nimmst du immer mal einen Schluck und dann zockst du weiter. Aber konzentriert. Es ist bei Wasser. Du sagst, du musst immer so... Ja, perfekt. Was machst du bei Wasser? Ja, bei Sekiro stürzt du, wenn du kurz... Nein, wir haben das nebenbei hier noch schon mal vorgestellt. Nein, haben wir nicht. So, also, Wasser kannst du optimal nebenbei trinken. Du kannst es dir... Es hält dich... Und das Problem bei Wasser, aber es schmeckt immer nur gleich. Nein, du kannst dir doch verschiedene Geschmacksrichtungen... Dann hast du ja wieder Zucker drin. Ja, aber deutlich weniger als in euer. Und wenn du sagst Wasser mit Sirup, dann musst du es ja auch wieder vorbereiten. Richtig. Wie wir aus der letzten Folge Wasser wissen, auch, wenn man was vorbereitet, zum Beispiel wie beim Brot, ja. Der ja eigentlich der beste aber Snack beim letzten Mal, ist. Aber beim letzten Mal ging es um einen Snack. Jetzt geht es einfach nur um ein Getränk. Ja, aber da ist auch so. Vorbereitung nicht. Und überleg mal, du willst Sekiro spielen und sagst dir, aber ich hab jetzt Wasser, ich vergleiche mal, ich geh mal schnell Sirup holen. Vergleiche mal ein Brot schmieren mit, mal kurz, fup. Fertig. Und dann hast du eine ganze Flasche. Aber trotzdem ja, und wenn du beim Wasser eine ganze Flasche Cola ohne Geschmack fertig. Wasser ist erfrischend. Cola und Energy geben dir immer dieses Gefühl, na, eigentlich muss ich jetzt noch mal trinken. Willst du mir sagen, dass Eistee nicht erfrischend ist? Eistee, ich weiß nicht, was Cola ist auch erfrischend. Das schmeckt wie ja, aber nur, weil es suchterregend ist. Ich bin das es gibt keine Diskussion. Monster hast du einfach so viel Auswahl. Du hast nur Cola, habe ich bei Monster auch. Du hast nur Wasser. Es gibt auch Sherry-Cola. Es gibt Vanille-Cola. Das sind zwei? Es gibt noch ohne Zucker, es gibt mit Süßungsmittel. Cola mit Salzstangen. Es gibt auch Monster Energy. Es gibt auch diese grüne Cola, das ist ein Name, ich glaube. Monster, das heißt Original. Genau, das ist Original. Gibt's auch noch. Es gibt, nee, das heißt nicht anders. Egal. Auf jeden Fall, bei Monster Energy hast du aber so viel Auswahl. Und zwar nicht nur Cola mit ein bisschen hier Geschmack und Cola mit vielleicht ein bisschen da Geschmack. Ja, sondern du hast das, ich bin nicht fertig. Ich habe aber bloß eine Definitionsfrage. Heißen die dann immer Monster Energy Eistee oder heißen die Monster Eistee? Weil du hast geschrieben Monster Energy. Als eine Auswahl. Das ist die Firma, ja. Die das rausnimmt. Das ist alles Monster. Die Firma ist Monster. Die Firma heißt Monster. Nein, das ist Monster. LCC, relativ sicher. Das zweifle ich an. Wir brauchen einen Faktenchecker. Ja, wir brauchen einen Faktenchecker. Aber das ist auch zweitrangig. Selbst wenn nur die Energy Drinks sind, hast du trotzdem eine extrem große Auswahl in alle Geschmacksrichtungen, die du haben willst. Und bei Cola musst du entweder die kleinen kaufen, was so gut wie niemand macht. Ansonsten musst du es aufmachen. Das ist dann so eine große Flasche, aus der du trinken musst. Oder musst du es eingießen. Bei Monster Energy, selbst wenn du es aufmachen willst, machst du die Dose auf. Musst du halt auch immer wieder die einzelnen Dosen. Ich sehe euch doch ständig, wenn ihr Monster Energy mal holt, müsst ihr immer die einzelnen Dosen irgendwie tragen. Cola das hat einen 4er-Pack oder 6-Pack. Fertig. Monster Energy drin kannst du im 24er-Pack kaufen. Jetzt soll ich bitte 24 Monster Energy trinken. Dann bist du ja sofort tot danach. Das Problem ist nämlich, dass da viel zu viel Aufputschmittel sozusagen drin ist, dass sie die ganze Zeit wach sind. Da sind Leute schon dran gestorben. Richtig, das ist schädlich für Kinder. Weißt du, wie viele Leute an Wasser gestorben sind? Wie viele Leute ertrinken jedes Jahr? Beim Trinken will ich sagen. Es ist sicherlich auch schon vorgekommen, aber... Weißt du, geh mal an so einen Fluss ran, willst du was trinken? Krokodil? Hab ich gewieft? Ja, es gewieft ausgetrickst. Es geht aber um... Wann zockst du da am Fluss? Es geht aber ums... Ich hab das Fluss gezockt. Und wer beim Trinken von Wasser stirbt, dann hat die Natur eigentlich nichts getan. Weißt du, was das Ding auch einfach nur ist? Wasser ist einfach langweilig. Wasser ist langweilig und Monster Energy Cola ist auch langweilig. Cola ist perfekt. Cola ist früher perfekt gewesen, vor ein paar Jahren weg gewesen. Nein. Der ist perfekt gewesen. Ich glaube, in unserer Gesellschaft ist Wasser beim Zocken wirklich ein Exot. Ja, Cola ist langweilig. Monster ist langweilig. Ich weiß, es trinkt jeder. Alle kippen sich und die Cola rein. Aber ein gutes Wasser von Elites. Aber ja, warum kriegt man Cola zum Beispiel? Nein, Monster Energy ist am besten. Es gibt euch. Du kannst einfach alles kriegen. Er trinkt selber Cola. Nein. Nein. Wasser ist langweilig und wenn du Cola trinken willst, kannst du auch Monster Cola trinken. Das heißt, jedes Argument, das du gebracht hast, habe ich auch gemacht. Du bist langweilig. Hast nicht Monster. Du bist langweilig. Das T-Shirt hast du von mir. Und außerdem ist auch deine komischen Energy-Dings sind in keinster Weise gesund. Cola ist in Verbindung mit Salz schon perfekt gegessen. Cola ist total gesund. Ja,
gesünder okay, als Monster Energy. Dann trink Monster Cola. Ich glaube, dass das ist Monster Energy. Das, was bei Cola dagegen hilft, ist einfach der Zucker in Verbindung mit dem Salz. Das, da funktioniert Salz genauso. Schon ja, Faktencheck ist ja zu spät. Ja. Aber das Energy ist das Problem. Mit Wasser kriegt ihr gar nicht erst Monster, weil es nicht gesund ist. Weil einfach zu viel. Ihr argumentiert die ganze Zeit nur gegen mich, weil ihr Angst habt, weil ihr genau wisst, dass ich recht habe. Ja, aber so kurz. Ja. Also meinst du, aber gegen Wasser argumentiert? Ja, okay, gegen Wasser braucht man nicht argumentieren. Nein, Monster. Du hast einfach die größte Auswahl, alle Geschmacksrichtungen. Du hast Eiskaffee, du hast Eistee, du hast Cola, du hast einfach alles dabei. Alles ist bei Monster Energy dabei. Alles, was du haben willst. Egal, was du willst. Es schmeckt alles nach der gleichen süßen Plörre. Ja. Und Cola was? Schmeckt nicht nach süßer Plörre. Weniger süß. Nein. Doch. Nein. Doch. Wisst ihr, was überhaupt nicht süß ist? Wasser. Ja, was sagt man denn? Okay, ich glaube, wir drehen uns gerade im Kreis. Ja, ich glaube auch. Ja, das war auch nicht gut, aber ich glaube. Fühlst du dich denn schon in der Lage ein? Oder sollen wir noch mal eine Minute wiederholen, wie langweilig Wasser ist? Und wie süß Cola und Monster ist? Also, hast, du hast ja gerade eben schon mit deinen Händen nachgeguckt. Faktencheck. Ja, und dann, du hast ja Monster Energy genommen und der Monster Energy zählen nur die Energy Drinks. Okay. Ja, ist trotzdem die größte Vielfalt. Also Eiskaffee, Cola, alles raus. Trotzdem die größte Vielfalt. Mit Abstand. Größer als Cola. 6, 7 gibt es? Nee. Dann hat es genau den Unterschied. Guck mal bei Wiki nach. Guck mal im Wiki nach. Es gibt gerade auf der Homepage von Monster Auswahl. Guck mal im Wiki nach. Also eine extrem große Auswahl. Es gibt 20, 25 Stück. Ich habe extra nochmal nachguckt, welche Geschmacksrichtung. Und es gibt in verschiedenen Ländern, in einigen Ländern noch welche, die es in Deutschland nicht gibt. Also es gibt so viele. Das ist von Cola auch. Von Cola Monster ist auch Energy Ecstasy. Monster Energy Ecstasy. Also Monster Energy. Okay, lassen wir mal den Richter richten. Ich glaube, wir brauchen keinen Abschlusssatz, oder? Ich glaub, naja, ja. Ich glaube, ja. Das sicher wird er gehen. Aber schön, dass du Wasser trinkst. Ja. Monster ist ja, das kommt, dass ich selber trinke, hätte ich auch gesagt, naja, aber es geht ja um beim Zocken und nicht. Richtig, ja. Ich wollte mich auch schon sagen, guck mal, er trinkt Cola und dann ist mir eingefallen, es geht um beim Zocken. Scheiße. Was soll ich nur sagen? Tut mir leid, aber Wasser beim Zocken. Du hast die Frage verpennt. Ja, ganz aber nicht schlecht. Story dazu. Es war so. Alex schrieb, es kommt heute noch eine Frage und ich war an dem Tag so scheiße müde, dass ich einfach auf der Couch weggepennt bin am nächsten Morgen so, oh fuck. Energy weg, Cola weg, scheiße. Wie bei Max mit dem Brot. Ja, wie bei mir mit dem Brot, echt, was ist der beste Snack? Aber ich finde sowohl du bei dem Brot als auch ich mit dem Wasser haben das passabel gemacht. Ja, wir haben nicht schlecht. Ja. Stechen zwischen Monster und Cola. Seriously, da gibt echt Monster, da gibt's keine Diskussion. Als Gaming-Getränk ist einfach so. Cola. Nee, ist einfach so. Seit ewigen Jahrzehnten. Cola war früher wirklich. Ist heute immer noch. Das Nonplusultra. Inzwischen hast du Energy. Ja, es wird genauso oft immer noch getrunken, deswegen ist ja die Verkaufszahlen von Cola sind immer noch so riesig. Ja, weil es jeder Plepp trinkt. Aber die Zocker trinken Energy. Zocker trinken auch noch. Also man sieht ja, jeder Plepp trinkt Cola. Egal. Ja. Nur du trinkst Wasser. Ja. Ja, genau. Das ist der Monster Energy Monster Crystal. Oder so. Alle klar. Ja. Nee, aber der Punkt geht damals. Yay! Oh Mann. Oh Mann. Oh, wir haben jetzt beide zwei, ne? Ja. Das heißt, einer von uns ist safe im Finale. Nee, wir sind beide safe im Finale. Das heißt, jetzt kommt eine Frage und egal wer die gewinnt, danach kommt noch eine wir Frage. Wir können uns auch überlegen, ob wir uns die einfach aufsparen für die letzte Frage, dass wir quasi jetzt nicht einfach eine Frage aus. Ja, natürlich, stimmt, das machen. Kann man. Dann ist sie aber beim nächsten Mal dabei. Ja, das kann man. Nee, alle Antworten einfach. So vor der letzten Frage. Ich weiß nicht, auch mal viel, aber. Die ist jetzt quasi schon mal fest eingeloggt. Oder? Oder wollen wir sie einfach noch spielen? Nee, ich muss nicht unbedingt. Kommen wir uns ruhig aufheben. Spiel. Ist mir wurscht. Also ich würde sagen, heben wir uns auf. Okay, dann heben wir uns die auf. Nee, okay, dann. Das können wir uns das nächste Mal überlegen. Oh Gott, das ist jetzt ja schon final. Deswegen gehe ich jetzt auch nochmal definitiv raus. Gut, mach das. Und ich gehe pinkeln. Weil man nämlich von Pepsi weiß. So, Finale. So, also. Wir sind im Finale. Ich bin leider ausgeschieden. Wartet noch nicht meine Runde. Dafür sind jetzt im Finale Erik und Max.
Und jetzt wollen wir mal gucken, was der Judge für eine finale Frage hat. Und wer diese Runde für sich entscheiden kann. Oh ja. Judge Alex, bitte. So, Finalfrage. Welches Spiel hat euch in der Vergangenheit am meisten enttäuscht und warum? Final Fantasy 15. Am meisten enttäuscht und warum? Gothic 4. Final Fantasy 15 wurde Jahre und Jahre und Jahre entwickelt, hieß zuerst Final Fantasy 13 Versus, sah in den Trailern unglaublich geil aus, sah aus, als würde es wieder düsterer werden, wieder besser werden, wieder cooler werden. Stattdessen hat man ein völlig unfertiges Spiel bekommen mit einer völlig leeren Open World, mit MMO-Quests drin, 4 Storystränge, die allesamt nicht zu Ende geschrieben wurden, Charaktere zum Abgewöhnen und ein Kampfsystem, was schlicht und ergreifend frustrierend und unfair war. Es wäre auch ein guter Pick für das frustrierendste Spiel aller Zeiten gewesen. Ja. Okay, Arcadia, Gothic 4. Die Gothic-Reihe ist technisch nicht besonders gut, das war schon immer so, aber halt geliebt von den Leuten, die es gerne spielen. Und Gothic 4 hat halt, war halt technisch schlecht und auch bei dem, was Gothic eigentlich gut macht, schlecht. Das Kampfsystem war noch schlechter als sonst, die Story war langweilig, die Charaktere waren einfach nur super langweilig. Es war einfach nur eine einzige Katastrophe, es war halt eine Katastrophe auf einer Katastrophe. So, so. Das waren die ersten Argumente und jetzt habt ihr 4 Minuten Zeit. Ab jetzt. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Los. So, das Ding ist, bei Gothic hatte man mit Gothic 3 schon so eine leichte Vorstufe quasi dazu, weil da eben auch schon ein sehr, sehr verbuggtes, unfertiges Spiel auf den Markt kam, was auch die Fans in dem, was sie haben wollten, nicht mehr so richtig zufriedengestellt hat. Da waren sie schon so ein bisschen vorbereitet auf das, was kommen sollte. Nicht auf das, was kam. Ein bisschen, sage ich. Übrigens, ja. Das war mit Final Fantasy, mit Final Fantasy 13 genauso. Ja. Weil bei Final Fantasy war es ähnlich, nur da war halt der Punkt, da war dann, ging dann nochmal so viel Zeit rum und sie haben dann das Gameplay gesagt, dachte, das Kampfsystem wird endlich aktiver, es wird düsterer, wir haben Final endlich Fantasy wieder einen 15. coolen, düsteren Helden. Und letztendlich war es eine bei Gruppe aus Sunny Boys, die zusammen auf den Roadtrip gegangen sind und ihr Auto abgewürgt haben. Bei Final Fantasy 15 findest du aber genug Leute, die das Spiel trotzdem gut finden, sei es jetzt, weil sie die Story trotzdem mochten, gerade mit dem Ganzen, was es außenrum ist. Natürlich ist es blöd, dass man sich das alles durchlesen muss und Filme angucken muss, aber es gibt es und es gibt genug Leute, die Final Fantasy 15 gut finden. Es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, nicht einen Menschen auf diesem Planeten, der Gothic wie gut findet. Aber es hat niemanden. Aber es hat sich vorher abgezeichnet. Enttäuschung ist ja immer der Unterschied zwischen Erwartungshaltung und was man am Ende bekommt. Und das war letztendlich wirklich ein riesengroßer Unterschied. Aber nicht für alle. Nicht für alle. Es gibt genug Leute, die Final Fantasy. Ja, weil die dann keine Ahnung haben von guten Spielen. So. Weil letztendlich ist es wirklich so. Nein, das ist keine persönliche Meinung. Doch, wenn ein Spiel keine seiner Stories zu Ende führt, wenn ein Spiel ein Kampfsystem einführt, aber das ist völlig egal, wenn trotzdem so viele Leute das gut finden. Dann ist es für die keine Enttäuschung. Gothic 3 hat trotzdem das, was die Gothic-Reihe gut macht, nämlich eine schöne Welt zu haben, interessante Charaktere zu haben. Das hat Gothic 3 immer noch gut gemacht. Gothic 4 hat nicht mal das gut gemacht. Final Fantasy hat wenigstens noch für einige Leute so viel gut gemacht, dass es für viele keine Enttäuschung ist. Das Ding ist halt, bei Gothic 4 hast du halt im Voraus, du hast es gesehen, alle haben gesagt, oh Gott, das wird nichts. Im Voraus? So. Nein. Doch. Bei Gothic kann man doch im Voraus nie das sagen, ob es gut wird. Aber massiv nicht. So in Erinnerung. Nee. So, das ist falsch in Erinnerung. 15 haben eigentlich alle erwartet, dass es geil wird. Der Hauptkritikpunkt vorher war so, sieht nicht ganz so geil aus wie sonst. Und letztendlich... Aber trotzdem gibt es immer noch genug Leute. Das ist halt die Sache, wenn du sagst, Erwartungshaltung ist wie hier, so ist die Erwartung, so ist das Ergebnis. Bei Final Fantasy 15 war die Erwartung aller hier, von ein paar hier, von vielen hier, von ein paar da. Bei Gothic war die 4 war die Erwartung hier und von allen hier und von allen da. Aber vergleich mal die Menge der Spieler. Dass bei der Menge, das ist völlig egal. Nee, aber dass bei 10 Millionen Spielern, dass du natürlich Nullis findest, die dieses Spiel in irgendeiner Form noch okay finden, ist ja völlig aber es geht doch darum, was das Frustrierendste oder was das Frustrierendste war, weil es die Erwartung nicht getroffen hat. Und für viele hat es halt. Warum es die Erwartung erfüllt hat, ist völlig egal. Aber es hat trotzdem für relativ viele Leute noch die Erwartung erfüllt, weil es gibt viele, die es gut finden. Auf Steam hat es, glaube ich, auch keine negative Bewertung. Ja, aber auf Steam, das ist auch die Version, an der sie schon jahrelang rumgepatcht haben. Das ist doch nicht wichtig. So.
Doch, das ist doch nicht wichtig. Es geht ja um, als es kam, darum, wie er das enttäuscht hat. Und das war sehr. Es hat mich dazu als Beinheiten Final Fantasy Fan dazu gebracht. Aber viele andere nicht. Gesagt, ja, weil die dann wahrscheinlich eingestiegen sind damit und denken, das, oh, ja, das ist ein gutes Spiel. Aber ja, es hat ein Kampfsystem, was doch noch völlig, wo jeder sagt, ja, es funktioniert, wenn man trotzdem sich drumherum heilt. Ja, aber Final Fantasy 15 ist ein einziges großes Drumherum-Argumentieren, warum es irgendwie doch funktioniert. Ja, und siehst du, und bei Gothic funktioniert es überhaupt gar nicht. Bei Gothic 4, da kannst du nicht drumherum argumentieren. Jeder findet dieses Spiel scheiße, weil es technisch genauso schlecht ist wie die Vorgänger. Kampfsystem ist noch schlechter als die Vorgänger. Die Story ist genauso, ist noch schlechter als die Vorgänger. Die Welt ist langweilig, die Charaktere sind langweilig. Final Fantasy, da können wir nicht, 15, da können wir nichts. Genug Leute, Spaß dran. Ja, aber 15 kann all das nehmen. Das sind dann all diese Final Fantasy Hardcore-Fanboys, davon kenne ich übrigens auch welche, die das auf Krampf gut reden wollen. Wenn man sagt, das und das ist schlecht, sagen sie, ja, stimmt schon, aber. Und so, das ist die Sache. Naja, aber selbst die Hardcore-Fanboys, die da halt nicht auch ist, du kannst, sobald mehr als zwei Gegner kommen, bist du halt auch im Arsch, weil du immer nur einen blocken kannst. Darf ich nochmal einen Abschlusssatz sagen, so als Antwort? Ihr könnt nochmal einen Abschlusssatz sagen. Willst du? Final Fantasy 15 hatte riesengroße Erwartungen vorher, wurde über 10 Jahre lang aufgebaut und angekündigt. Und als es dann kam, war es ein, ja, ein laues Lüftchen im Wind, was noch dazu kaputt und unfertig war. Final Fantasy 15 wurde nicht so gut aufgenommen wie die Vorgänger, aber die Enttäuschung war halt so mittel. Und wie du es halt sagst, Hardcore-Fans haben gesagt, das ist gut. Bei Gothic 4 haben nicht mal die Hardcore-Fans gesagt, das ist gut. Selbst die Hardcore-Fans haben gesagt, ja, das Spiel ist scheiße, streichen wir ab, warten wir aufs nächste. Weil die schon abgestumpft waren. Ja, nicht ohne. Egal, wer gewinnt. Schwierig, schwierig, ja. Als du gesagt hast, Final Fantasy 15, dachte ich mir, ich brauche ein Spiel. Ja, aber gute Wahl. Ich habe auch, als du es gesagt hast, so... Das ist schon... Ja. Das sind beide Scherzspiele, ja. Oh ja. Muss man sagen. Aber die Frage lautet ja, was hat euch am meisten enttäuscht? Und zu dem Punkt hat Erik die meisten Sachen gesagt. Max, du hast probiert, auf die Allgemeinheit immer alles zu beziehen. Was? Ja, okay, habe ich die Frage nicht richtig interpretiert. Okay. Ja, da bist du dran vorbeigeschlittert. In dem Fall hat Erik gewonnen. Ja! Ich darf mir McDonalds-Cola aufsetzen. Ja, damit! Schwiebelchen! Ja! Bin ich auch zu sehen? Ich bin so klein. Ich hab gleich gewonnen. Okay, dann guck mal schön in die Kamera. Majestätisch. Wie die Queen. Hiermit kröne ich dich zum König von hinten. Ja! Yay! Lang lebe der König von hinten! Vorerst! Zwecks meines Amtes, diese Krone ist mir zu groß, verkünde ich, dass wir versuchen werden, die nächste Ausgabe schneller zu machen. Sehr gut! Hört! Das war Graving Gauntlet Nummer 2. Ja. Vielen Dank an euch fürs Mitspielen. Vielen Dank fürs Judge. Ja, nochmal Applaus für den Judge. Sehr gute Arbeit. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde vielleicht nochmal einen neuen Fragenaufruf machen, dass wir noch mehr reingespült bekommen, weil es sollen ja 10 Folgen werden. Und ja. Damit würde ich sagen, verabschieden wir uns von Raven Gauntlet. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und tschüss.